bin schon wach. Komm ans Fenster. Ich gehe runter. Mama, Papa, es ist Fasnacht. Ja. Hallo, Kinder. Papa, gehst du heute so zur Arbeit? Ja. Dann bis bald, Kinder. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss. Anna, die Guckmusik. Tschüss. Kinder, kommt jetzt wieder rein. Ihr müsst noch ins Bad und etwas frühstücken. Ich ziehe jetzt mein Kostüm an, Mama. Ja, mach das. Mama, du musst mir bei meinem Kostüm helfen. Natürlich, komm, ich helfe dir. Es liegt im Wohnzimmer. Jetzt noch das Piratentuch. Ich bin fertig. Super, wir sind auch gleich soweit. Mama, dein Haarband. Ach, das hält einfach nicht. Schade, es hätte so gut dazu gepasst. Aber dann lasse ich es eben da. Dein Schmetterlingskostüm ist schön. Danke, du siehst als Piratenfrau auch cool aus. Mädels, am besten wir gehen heute etwas früher los. Wer weiß, was im Dorf alles los ist. Okay. Mama, was ist da? Narrenzone steht da. Kommen wir denn da überhaupt durch? Da rechts ist alles abgesperrt. Und links auch. Aha, hereinspaziert. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Kindergarten und zur Schule. Ja, da müsst ihr heute durch die Narrenzone. Heute geht der Weg nur hier durch. Oh! Ich glaube, es geht hier um die Ecke. Was ist denn ein Narrenigel? Der sieht ja lustig aus. Aber müssen wir da etwa drüber klettern? Das schaffe ich nicht. Ich helfe dir. Und ich gehe schon mal voraus. Oh, ist das stoppelig. Der Narrenigel ist lustig. Huch! Oh, hoppla, Lena. Aber er ist auch etwas tückisch. Ich hab's geschafft. Jetzt du, Anna. Das ist wirklich lustig. Wartet, ich komme auch gleich. Huch, du meine Güte. Jetzt nochmal, mit weniger Schwung. Am besten, ihr geht etwas zur Seite. So, ich hätte es dann auch geschafft. Schaut mal, jetzt kommt ein Stangenweg. Oh, da muss man sich wohl irgendwie einen Weg durchbahnen. Ich gehe mal hier lang, da müsste ich eigentlich durchkommen. Über die grüne Stange kletter ich drüber. Also ich passe noch unter der blauen durch. Das war leicht. Und ich kletter noch einmal oben drüber. Geschafft. Unter der grünen roll ich durch. Anna, pass auf dein Kostüm auf. Jetzt suche ich mir auch mal einen Weg. Na geht doch. Vielleicht kann ich durch den Bogen durchkriechen. Ich glaube, da gehen deine Flügel kaputt. Warte doch schnell auf mich, Anna. Ich bin gleich bei dir. So, jetzt spring. Hops, geschafft. Du hast es auch geschafft, Mama. Ja, zum Glück. Jetzt geht es in den Luftschlangenwald. Was uns da wohl erwartet? Oh, lauter bunte Bänder. Wo müssen wir denn hin? Siehst du was, Lena? Nein, du, Mama? Nein. Mama, wo bist du denn? Ich bin hier vorne, Anna. Lauf einfach geradeaus. Ich habe den Ausgang gefunden. Hier bin ich. Am besten du läufst vor mir. Wir sind auch da. Schaut mal, jetzt kommen wir zum Hexenkessel. Oh. Achtung. Herr Pauli? Sind Sie auch auf dem Weg zur Schule? Oh, ja, ich bin sehr spät dran. Autsch! Bis gleich, Herr Pauli, bei der Fasnachtsparty. Oder will er etwa wieder Unterricht machen? Herr Pauli ist heute irgendwie nicht so gut gelaunt. Mama, Herr Pauli mag Fasnacht doch nicht. Ach so. Oh, Lena, ist das der Hexenkessel? Bestimmt, da ist Schleim drin. Ja. Das wackelt aber ordentlich. Boah. Ach, Herr Pauli. Je. Ach, na sowas. Wie sehe ich denn aus? Oh je, ich glaube, Sie müssen noch mal nach Hause und sich umziehen. Puh, ach hey. Aber Sie haben ja ohnehin vergessen, Ihr Kostüm anzuziehen. Los, Lena, jetzt sind wir dran. Und was kommt denn jetzt? Die Klapperraupe.
Was soll das sein? Geh du zuerst, Lena. Okay, mir macht das nichts aus. Oh, die Raupe bewegt sich. Wow, ganz schön schwierig, sich da oben zu halten. Aber ich hab's geschafft. Prima, jetzt du, Anna. Die Raupe gefällt mir, die hat so schöne Farben. Oh, was, Raupi? Du willst mich etwa abwerfen? So leicht geht das nicht. Ich halte mich fest. Super, Anna. Auweia. Nochmal von vorne. Wow. Oh, du meine Güte. Das Ding wackelt ja wie verrückt. Wie habt ihr das nur geschafft? Puh. Ja, Mama. Ja, hoffentlich sind wir bald am Ausgang. Ich will auf keinen Fall zu spät zur Versatzparty im Kindergarten kommen. Ja, wir sollten es aber noch schaffen. Also bei mir eilt es nicht ganz so. Herr Pauli ist ja auch noch nicht da. Dann mal ab in den Maskentunnel. Hier geht es schon wieder raus. Oh, hallo Lukas. Hallo, Malte ist auch da. Wo? Da! Konfettitöpfe, na sowas. Ist das nicht cool? Ja, da müssten wir jetzt wohl durchstapfen. Da vorne ist dann der Ausgang. Das ist gut. Hier steht aber noch was von Stimmungskanone. Ja, ich sehe gar nichts. Wir sind am Ausgang, hier ist die Straße. Oh! Das war die Stimmungskanone. Jetzt haben wir aber wirklich genug Konfetti abbekommen. Ich bin ausgestopft mit Konfetti. Ich habe es überall, mein ganzes Kleid ist voll. Dann schüttel es erstmal aus. Na, da haben die Narren uns aber heute Morgen einiges in den Weg gestellt. Ich hoffe, Herr Pauli stellt sich uns nicht auch nochmal in den Weg und macht mit uns Unterricht. Viel Spaß, Anna. Danke, bis später. Tschüss. Hallo Lena, da bist du ja endlich. Hallo Lisa. Die Narren sind schon da. Sie haben Frau Bader schon verhaftet, damit sie heute keinen Unterricht mehr machen kann. Schau, sie ist da hinten im Lehrergefängnis. Cool, ich habe unterwegs Herr Pauli getroffen. Er war nicht verkleidet und hatte seinen Koffer dabei. Der wird doch nicht wieder Unterricht machen wollen. Keine Ahnung. Da kommt er. Und ist auch schon verhaftet. Guten Morgen. Hallo, Herr Pauli. Perfekt. Jetzt steht der Fasnachtsparty wirklich nichts mehr im Wege. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut. Tschüss.